Durch das Rote Meer führt eine der am meisten befahrenen Handelsrouten der Welt. Etwa 10% des Welthandels laufen darüber. Doch seit dem Gaza-Krieg sind wiederholt Handelsschiffe angegriffen worden, und zwar von Houthi-Rebellen aus dem Jemen. Sie wollen verhindern, dass Schiffe nach Israel gelangen. Nun haben die USA eine multinationale Allianz angekündigt, um die Seewege im Roten Meer zu schützen. 9 Staaten wollen sich daran beteiligen. Unter anderem mit dabei sind Bahrain, Großbritannien und auch Frankreich. Geplant sind unter anderem gemeinsame Patrouillen. Damit zu Simon Riesche in Kairo. Nochmal zur Erklärung, warum genau beschießen die Houthi-Rebellen dort Handelsschiffe? Die haben ja an sich mit dem Krieg erstmal nichts zu tun. Naja, wenn man den Verlautbarungen und den Statements der Houthi selbst folgt, dann kann man sagen, dass die Houthi sich selbst als Kriegspartei im Krieg zwischen der Hamas und Israel begreifen. Israel ist ja der erklärte Todfeind der Houthi. Und mit diesen Angriffen auf Schiffen, hinter denen die Houthi israelische Verbindungen vermuten, wollen sie Druck machen auf Israel. So sagen sie es selbst, Druck machen auf Israel, die Angriffe auf Gaza einzustellen und humanitäre Hilfe zuzulassen. Also das ist die Rechtfertigung, die die Houthi selbst sagen. Man kann sicherlich sagen, dass die Houthi sich versuchen zu etablieren als wichtiger Bestandteil dieser sogenannten Achse des Widerstandes. Achse des Widerstandes wird das ja auch Ganze vom Iran genannt. Also eine Achse, die vom Iran reicht über Iran nahe Gruppen in der Region. Die Hisbollah im Libanon gehört dazu, syrische Kräfte, schiitische Gruppen im Irak, aber eben auch die Houthi-Miliz im Jemen, die ja geografisch sehr weit weg ist von Israel, aber trotzdem in der Vergangenheit ja versucht hat, durch Drohnenangriffe und Raketenangriffe auf Israel direkt in diesen Krieg einzugreifen. Jetzt eben diese Angriffe auf Handelsschiffe. Diese wichtige Handelsstraße verläuft ja direkt vor der Küste des Jemen, also direkt vor dem Territorium, was von den Houthi kontrolliert wird. Also da will man zeigen, wie wichtig man ist. Das will man auch dem Iran zeigen. Das will man sicherlich auch der eigenen Bevölkerung zeigen, die ja sehr pro-palästinensisch eingestellt ist. Also das sind so die kommunizierten Beweggründe der Houthi im Jemen. Zuletzt wurde da ja auch ein Schiff einer deutschen Reederei attackiert. Wie gefährlich ist das eigentlich? Gab es da auch schon Opfer? Das Ganze ist sehr, sehr gefährlich natürlich für die Besatzungen, für die Crews der Schiffe. Und die Tatsache, dass es bisher keine Verletzten und Toten gab, heißt sicherlich nicht, dass es auch so bleiben muss. Einiges ist sicherlich auch der Präsenz der US-Marine zu verdanken, die ja schon in der Region sich befindet und auch einige dieser Drohnen aus dem Jemen abschießen konnte. In diesem Zusammenhang sei sicherlich auch erinnert an das Schicksal der Galaxy Leader. Das war dieses Schiff, was Ende November von den Houthi nicht nur beschossen wurde, sondern in seine Gewalt gebracht wurde, also gekidnappt wurde. 25 Personen an Bord befinden sich weiter in der Gewalt der Houthi im Jemen. Also das zeigt schon, dass die Sorgen und die Ängste der Reedereien da sehr, sehr begründet sind, da selbst in Gefahr zu geraten. Und deswegen wollen sie jetzt immer mehr Reedereien auch diesen Umweg um die Südspitze Afrikas in Kauf nehmen, also dieses Gebiet völlig meiden, um eben ihre eigenen Leute nicht in Gefahr zu bringen.